Guten Morgen, Mahlzeit und Hallo. Bei sonnigstem Wetter freut es mich, dass ihr den Weg mal wieder zu Petonis Landleben gefunden habt. Ihr seht es im Hintergrund, ich hatte es euch auch versprochen, ein echtes Video zum Kegelspalter. Darum geht es heute. Ich muss zu sagen, ihr habt ein Video gesehen oder ihr hättet das sehen können, das müsste jetzt schon online gewesen sein, nämlich das vor diesem Video, wo es darum ging, dass wir die Eschen gefällt haben, die hier im Hintergrund liegen. Da ist jetzt auch ein bisschen Eiche dabei. Heute ist wieder tollstes Sonnenwetter. Man sieht es, der Boden ist schön tragfähig. Aber das war leider bei uns zwischendurch nicht immer so. Wir hatten wirklich Minusgrade, dann wieder Plusgrade, dann war es matschig. Und dann haben wir das Ganze erstmal, was hier wirklich diese Riesenstücke waren, haben wir hier erstmal zwischengeparkt. Und heute geht es darum, dass ich es ein bisschen aufarbeite. Und ich hatte euch versprochen, wie gesagt, den Kegelspalter mal im Einsatz zu sehen. Ich habe den zwischendurch auch noch mal ein bisschen probiert, damit das nicht ganz so unbeholfen aussieht. Und ihr seht mal hier so ein bisschen, wie das Ergebnis aussieht. Also, ne, wenn das hier wirklich so eine komplett verästelte Eiche ist oder hier auch ein 2-Meter-Stück, der geht da schon relativ gut durch. Ne? Das sind so die Ergebnisse, die ihr hier im Hintergrund seht. Und was ich schon festgestellt habe, was eine wirklich wichtige Nummer ist, ist, dass man jetzt hier bei dem Meterstück, da gehen wir gleich rein, dass man natürlich wirklich, wenn der Kegelspalter hier reinfährt, dass man wirklich durch das Holz durchfährt. Und dafür ist es entscheidend natürlich, dass man hier den Kegel hat und bis hier oben reinfährt. Ne? Wie gesagt, ich hatte den nur mal kurz vorgestellt in einem anderen Video, verlinke ich euch auch gerne unten. Ihr seht ihn jetzt hier in der Praxis und ich muss sagen, ich bin damit wirklich super zufrieden. Der Bagger hat ja nicht so viel Leistung, also der hat 10 kW und trotzdem mit dem Getriebe hier funktioniert der Kegelspalter wunderbar. Wir werden übrigens von der Firma hier nicht gesponsert. Ich habe den gegen echtes Geld gekauft, wollte ich nochmal ganz wichtig sagen. Von daher seht ihr hier unverfälschte Ergebnisse. Und wir gehen noch mal zu dem Holz, was auch noch zu machen ist. Also kommt mal kurz mit. Und ihr seht hier natürlich auch sowas werden wir gleich noch mal kurz mit dem Kegelspalter machen. Aber nur, dass man einfach mal weiß, ob man hier wirklich durchkommt oder nicht. Ne? Wie gesagt, kleiner Bagger, guter Kegelspalter, wie ich zumindest hoffe, und dicke Bäume. Weil das war das, weswegen wir uns den gekauft haben. Weil das hier zu verladen und dann wirklich unter den offenen liegenden oder stehenden Spalter zu packen, geht natürlich nur wirklich mit Aufwand. Und ich finde es einfach einfacher, wenn man es vorab macht. Eins habe ich aber auch festgestellt und deswegen, wenn ihr gleich den Kegelspalter in Aktion seht, wir zeigen den unter realer Geschwindigkeit. Also das Video wird nicht schneller oder langsamer gemacht und ich bin mir sicher, ihr schreibt als Kommentar darunter, naja, schnell ist anders. Ne? Aber es geht nicht um Geschwindigkeit hier, für mich, sondern als Hobbyholzer geht es mir darum, sicher arbeiten zu können. Und deswegen steht Arbeitssicherheit an vorderster Front. Jetzt aber genug gequatscht. Der Bagger ist schon vorgewärmt, also warm laufen lassen ist nicht mehr, geht gleich los an die Arbeit. Wollen wir mal gucken, wie es läuft.
Ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das ganz gut funktioniert. Ich finde, bei so einem Holz hier klappt das doch ganz gut. Natürlich kein Vergleich, ne, wenn man sich überlegt, wenn man einen liegenden oder stehenden Spalter hat. Aber ich finde es halt sehr, sehr arbeitssicher. Und ich mache das immer jetzt hier so, habe ich das angefangen. Und das habt ihr ja auch gesehen. Ich heb das dann ein bisschen hier hin, weil da muss man mit der Spitze nicht so aufpassen. Dann kann man das einfach reindrücken und sollte natürlich gucken, dass das hier wunderbar auseinanderkommt. Der erste war eben zum Warmwerden und ich habe euch gesagt, wir gucken jetzt auch mal den hier an. Deswegen, ich will mal gucken, vorab, wir messen mal. Ihr seht es hier, 70er Durchmesser. Und da würde ich sagen, den picken wir mal hier so ungefähr an und dann gucken wir mal, was passiert. Ich könnte mir vorstellen, dass es der Bagger vielleicht nicht ganz schafft. Also bitte nicht wundern, wenn ich hier nochmal rausfahre. Dann versuche ich den nochmal zu versetzen. Aber ich würde sagen, wir probieren es mal. Im Übrigen ist das hier natürlich von der Härte, vom Härtegrad. Ihr seht es hier unten, wir haben hier den Waldbart, der hängt hier unten noch halb dran. Also das ist wirklich das unterste Stück einer echt guten Esche. Aber jetzt gucken wir mal, wie es läuft.
Das war jetzt die Originalgeschwindigkeit auch, hat ein bisschen länger gedauert und wie gesagt, man muss immer natürlich berücksichtigen, 70er Zentimeter. Ne? Das ist Esche, der unterste Stamm. Was ich nicht ganz so toll finde, ist, dass das hier so ein bisschen, ihr seht es ja hier, faserig ist. Mag aber an der Esche liegen. Ich denke mal, wenn das eine Buche ist, sieht das ganz anders aus. Ist aber auch kein Problem, spätestens wenn ich das Ding mit dem Greifer hochnehme, also jetzt hier reinfasse, dann fällt das Ding unten ab und dann reißt das normalerweise aus. Ne? Das ist kein Problem. Deswegen habe ich das auch mal so versucht, so ein bisschen mit der Spitze auseinander zu machen, was teilweise geht. Aber ich finde es schon irre, dass man, wenn man sich das überlegt mit, ja, das sind knapp 13 PS, die der Bagger hat und so einem Kegelspalter, dass man sowas damit kleinkriegt, finde ich schon super. Und das ist halt eine enorme Erleichterung, weil so kann man die Teile relativ gut aufladen und ihr kennt es ja, dann kriege ich es auch ganz gut auf meinem Liegenspalter bewegt. Bei einer 70er stammdicke Esche, selbst wenn es nur ein Meter ist, habe ich echt Probleme, das Ding zu handeln. Und klein zu sägen, finde ich, ist nicht die Option. Deswegen habe ich das Ding genommen. Wie gesagt, wir werden da nicht gesponsert. Und ich muss sagen, ich finde die Kombi ganz gut. Ich denke, ihr werdet sie auch in den nächsten Videos immer sehen. Hin und wieder mal, also wir zeigen euch noch mal was. Und ja, wie gesagt, das waren ja so die ersten Stämme. Ne? Ich hatte letzte Woche schon ein bisschen was gemacht. Deswegen seht es mir bitte nach, wenn es dann vielleicht doch nicht ganz so perfekt aussieht, wie jemand, der vielleicht die 200, 300, 400 Raummeter schon gemacht hat. Ich wünsche euch wie immer eine gute Zeit. Bleibt gesund. Gerne Kommentare unten rein und abonnieren nicht vergessen. Bis bald. Macht's gut. Ciao.